Einen wunderschönen guten Tag. Oh, mit der richtigen Musik auch noch. Aber ich weiß gar nicht, wie es rechtlich ist. Da machen wir lieber einen weiter. Hallöchen, ich hoffe, euch geht's gut. So. Ich freue mich. Sonntag, ey. Sonntag, Eternal Darkness. Ich habe übrigens mal auf grün gemacht. Ich dachte, grün ist irgendwie mehr Wahnsinn. Das passt ganz gut zu Eternal Darkness. Ich würde noch zwei, drei Sekündchen warten, weil ich nämlich noch meinen Tee hier irgendwie schick machen muss. Und wenn ich da den Teebeutel drin vergesse, ist das nicht so schick. Dann wird er sehr, sehr merkwürdig. Ach so, ich habe, hast du in der letzten Folge erzählt oder in der vorletzten? Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Ich hatte ja mal hier dieses Board kurz in die Kamera gehalten, wen es interessiert. Ich versuche immer so ein bisschen Wissen weiterzugeben. Das Nano Control 2 tatsächlich, das ist ein MIDI-Board. Und mit diesem schönen kleinen MIDI-Board ist es tatsächlich sehr, sehr simpel, OBS anzusteuern. Das finde ich ganz schön. Das heißt, ich habe jetzt ein bisschen mehr analoge Kontrolle über Lautstärke und so. Das finde ich eigentlich ganz schön. Ah, Lucky, Hallöchen, Big Boss. Ach, irgendwie ist es schön. Ich habe ja nie so viel regelmäßig gestreamt, dass ich mir Namen merken konnte, aber so langsam erkenne ich Menschen wieder. Sorry. Nein, habe ich euch schon öfter mal gesehen. Das finde ich sehr angenehm. Ja, ich bin heute gespannt, wie wir weiter mit Eternal Darkness kommen. Ein bisschen was liegt ja noch vor uns. Ich habe ehrlich gesagt aber nicht so richtig Ahnung, wie viel das ist. Das ist ganz, ganz ulkig, weil ich da einfach keine Erinnerung mehr dran. Bist du dieser Leo? Nee, der kommt da auch noch. Deswegen müssen wir uns ein bisschen ranhalten. Und heute will ich mal reden. Heute machen wir ihn fertig. Da guckt er. Da würde er aber gucken, was da abgeht. Bist du dieser Leo? Ich habe Leo auch viel zu lange jetzt schon nicht mehr live gesehen, muss ich sagen. Das ist ja bei Tempo 3 haben wir uns jetzt irgendwie ein paar Mal verpasst. Ich glaube, das letzte Mal haben wir ja doch. Nee, oder doch? Ich glaube, einmal über. Ach, Kurti. Kurti hat sich verspätet, aber er ist da. Kurti, komm hoch. Ja, das? Na, siehst du. So, also Kurti ist auch da.
Frisch eingetroffen, der hat es halt irgendwie ein bisschen mit dem Äuglein, aber ich weiß auch nicht, was da los ist. Aber das kriegen wir schon hin. Vielleicht legt er sich auch ganz woanders hin. Nee, heute legt er sich mal hinten hin. Auf den Rucksack. Natürlich, Katzen. Ja, ich freue mich, ich freue mich, freue mich. Ich würde auch direkt, vielleicht können wir eigentlich schon mal direkt so ein bisschen reingehen. Ich habe, nachdem ich das letzte Mal mein, Rumsbums, mein Windows-System so ein bisschen lahmgelegt hatte. War noch so ein paar kleine Schwierigkeiten. Aber da kommen wir schon noch hin, noch rein. Das ist alles ganz lustig. Also übrigens auch sehr schön, ich habe mich auch noch mit Tom drüber unterhalten. Er hatte das nämlich auch noch gesehen, wie ich das erzählt habe. Er meinte, er hat es gefühlt. Und ich glaube, jeder hat so eine Geschichte. Vielleicht nicht auf dem Level, aber ich glaube, die meisten haben schon mal gerade im Technikbereich das ein oder andere Dumme gemacht. Und das Problem ist ja heutzutage auch so, wenn du einmal anfängst, im Internet rumzugucken, findest du alles. Und das Problem ist dann, wenn du einmal nicht aufpasst, guckst du in einem Thread von 2016 und da steht drin, ja, kannst Rechner eigentlich wegschmeißen und dann ist man schon so, ja, geil. Aber schön, also es funktioniert soweit alles. Und wie gesagt, durch das kleine Soundboard habe ich jetzt auch so ein bisschen, also das MIDI-Board, so ein bisschen mehr Kontrolle. So. Also, wenn euch irgendwas auffällt, auch inhaltlich hier im Spiel, ne? Wenn ich hatte jetzt ja schon ein, zwei Mal so Situationen, wo ich irgendwie was übersehen habe. Und es gab bei, ich glaube bei YouTube den Hinweis, doch Sanity Meter, weil relativ halt unzulassen, weil das natürlich die Atmosphäre so ein bisschen verbessert. Aber ich bin da, ich ja, also klar, ganz ablaufen würde man das nicht, weil dann verliert man natürlich an Lebensenergie. Und ich glaube, das muss ja dann das Würmchen gewesen sein, was wir ausgewählt haben, ne? Könnte sein, dass es das irgendwie war. Weil ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was diese Anfangsgeschichten, was die ausgewählt haben. Da, ehrlich gesagt, hat sich mir das nicht so ganz erschlossen. MXF, Hallöchen. To be chicken in Berliner. Zum Frühstück? Oder ist schon wieder Karneval? Na, ist mir auch egal. guten Hunger auf jeden Fall. Also so ganz verstanden habe ich noch nicht, was das für Auswirkungen hat, aber da kommen wir bestimmt nochmal hin. Diese Auswahl ganz am Anfang. Ich habe immer noch ein bisschen Husten. Seit Monaten. Ne, jetzt irgendwie seit einem Monat ungefähr. Deswegen kann es mal sein, dass ich hin und wieder mal einen kleinen Hustenbonbon lutsche. Ich hoffe, das ist okay. So, also wir haben eine Knarre gefunden das letzte Mal. Eben nicht, wir haben Munition gefunden. Und es gab ein neues Journal und ich glaube, da gehen wir auch mal direkt rein. Wobei, vielleicht sollten wir uns erst noch mal kurz heilen, ne? Wir nehmen das ja mit. Ich finde das übrigens mit der Magie ziemlich nice. Man muss sich da, glaube ich, noch so ein bisschen, Miss Pixel, Hallöchen, ein bisschen reinarbeiten, wann, wie, wo, was funktioniert. Und es ist ja jetzt noch ein bisschen wär. Dass jetzt wieder kälter wird, tut die Heizungsluft dem Husten auch nichts gut. Ja, aha, so, da haben wir es. Wir haben aber tatsächlich uns so Befeuchter geholt, aber die werden, glaube ich, nicht so viel. Naja, es ist alles ein bisschen sehr anstrengend gerade. Vor allen Dingen, wenn sich so ein scheiß Husten ewig hält. So, ach nee, das war das Journal. Hatten wir nicht schon eine neue Seite? Hatten wir nicht. Moment, wir haben hier aufgehört. Wir können im Dings da. So, da geht's doch weiter. Oder war. Ich, oh Gott, habe ich vergessen. Waren wir schon in der Küche, wo wir. Das, nee, waren wir noch nicht. Wo wir die Tür aufmachen konnten. Ich glaube, das hatten wir noch nicht gemacht. Ich dachte, wir hätten nämlich schon noch eine neue Seite gefunden, aber dem scheint ja dann nicht so zu sein. Jetzt habe ich mich direkt verlaufen. Sind wir nicht von hier gekommen? Hä? Warte mal. So, hier ist der Geheimgang. Hier will ich hier aber nicht hin. Ich freue mich aber ehrlich gesagt schon so ein bisschen, ach so, hier rechts, so ein bisschen über den Herbst, so bei uns vom Haus, der Baum fängt halt gerade an, seine ganzen Blätter abzuschmeißen. Telefon. Da gehen wir noch mal ran. Hallo? Ich dachte, das wäre Gumshoe als Polizist. So, war hier, ne? Weil hier konnten wir noch nicht rein. Okay, Gott sei Dank. Ich dachte nämlich, ich hatte das letzte Mal eine Seite eingesammelt und könnte da weiter. Aber dann müssen wir quasi hier magisches Item sprechen, zuordnen das und dann nehmen wir das. So,
So, da haben wir nämlich das magische Item. Und wenn wir jetzt... Ach nee, wir müssen uns über das Menü machen. Naja, ja, klar. So, zack, dann geht's auch da weiter. Na, siehste. Hab ich's gelöst. Oh, Rädchen. Rädchen, was haben wir da? Unter den Vorräten der Speisekammer befindet sich ein Gewürzglas, in dem ein altes Blatt Papier steckt. Okay, ja gut, dann haben wir doch direkt. Alex hat ein Gewürzglas gefunden. Das würde ich ja direkt kaputt machen. Ist hier sonst noch was? Die Küche ist so leer wie die Bibliothek reichhaltig. Ist ein Beweis für die Einstellung ihres Großvaters. Immer lernen und lesen. Ein voller Bauch studiert nicht gern. Ja, das ist aber gerade ein bisschen fehlinterpretiert, glaube ich. So, was haben wir da? Ein fest verschlossenes Gewürzglas. Aus dem Glas strömt das schwache, verführerische Aroma arabischer Gewürze. Im Inneren befindet sich ein Stück Papier. So, Alex, das Glas öffnen. Alex hat eine Kapitelseite mit dem Titel Das lauernde Grauen gefunden. Oh no. Okay. Falls ihr jetzt das erste Mal dabei seid, das hier ist, also das rote Glühende ist unser Maximum-Gegenspieler und das ist sein Minion. Den haben wir im ersten Tutorial-Kapitel gespielt. Er kommt. Malige. The future is yours. The light in the age of darkness has been extinguished. The pillar of flesh has been constructed. The master of chaos, the keeper of the ancients, is long dead. The planets will be in alignment soon. All is prepared for your arrival. I will begin the final incantation that will bring you into our world within days. Oha. The next millennium will truly usher in a new age. Your guardians, now prepare the gate. Ich liebe diese Dialoge, die sind so gut geschrieben. Ja, die sind so ein bisschen wie aus so einem Lovecraft-Roman schon rauskopiert. Also dieses, ich nenne es mal sehr blumige, hat auf jeden Fall was. Also es passt auf jeden Fall super, super rein. Alex hat die Seite mit dem Kapitel an sich genommen und das Gewürzglas beiseite gelegt. Warum? Ich mag, wie die Kamera so leicht tiltet. Kommt von links. Kommt von hier. Das lassen wir einfach mal so sein, wie es ist. Alter, jetzt reicht's aber. Jetzt war ganz schön Panik, ey. Okay. Das hat mich gerade so ein bisschen PT, ich war das. Ey, dieses Gehämmer geht mir auf den Geist. Ich fange jetzt an zu lesen. Komm, es hat doch keinen Sinn. So, Kapitelseite, das laune Grauen benutzen. I will not argue that I was shocked by the sudden mention of one of my ancestors, the distinguished Dr. Maximilian Roivas. It chilled me to my bones. Where had this ancient book come from? How had my ancestor stumbled upon it? I feverishly began to read more, eager to learn his story. It seems that Maximilian had inherited his father's mansion, just as I had. Alone since the death of his wife, and since his children had their own adult lives, he explored the house to discover his family roots. 1760. Okay, im Haus. Das ist nice. Bam, bam. It has been 2 weeks since the death of my father. It has finally come to me to look over the mansion. Now, I am truly alone and forced to start a new life here in Rhode Island. I intend to make the mansion mine and live in it as my forefathers have, to continue the family tradition. The mansion has its secrets, I'm sure, and in my time here, I have to make them mine. Ja, das kann nur gut gehen. An den erinnere ich mich tatsächlich auch noch so ein bisschen. Den haben wir, glaube ich, als Geist auch schon mal gesehen. Ja. Steinschlosspistole. Wir lernen wieder was? Die Glocke war im Spiel, ne? Ja.
Seit den 1680ern war die französische Steinschloss-Holsterpistole eine gebräuchliche Waffe. Sie ist eine Vorderladerpistole, deren Anzahl der Schüsse zwar begrenzt ist, also ungefähr auf einen, deren Feuerkraft aber umso stärker ist. Ist das so eine Duellpistole, wa? Medizinisches Journal. Maximilians medizinisches Journal. Das lässt sich super sagen. Hier werden medizinische Notizen und Autopsien eingetragen. Hä? Ist das ein... Nee, kann ich auch nicht weiter benutzen. Dachte, das ist so ein... Huch. Ach ja, ich erinnere mich jetzt auch an die Musik. Ja. Die kann man machen. Ui, habe gerade geschaut. Der Voice Actor von Zombie Pius. Ach so, ja, richtig. Hat in Legacy of Kain-Reihe auch Mobidius gesprochen. Wusste ich doch. Ja, da gibt es viele Überschneidungen. Und der Voice Cast für Eternal Darkness ist auch tatsächlich gar nicht so, so schlecht. Wenn man da sich das mal angucken mag. Also man kann da ein paar Leute wiederfinden. Ich hatte gerade auch gedacht, dass ich hier Dingsy, den wir jetzt spielen, den Namen ich direkt wieder vergessen habe. Ein bisschen wie, ja, ich komme schon noch drauf. Jetzt habe ich gerade an einen anderen Namen gedacht und jetzt ist der eigentliche Name weg. Na hier, Regisseur, Deutsch. Roman Polanski wollte ich nicht sagen. Ich wollte sagen, ja, ihr wisst ja alle, wen ich meine. Oh Mann. So, was haben wir denn hier noch? Maximilius hat Steinschusspistolenmunition. Schade, ich dachte, wir haben unendlich viel Schuss. Ne, wir haben 6. Na gut. Achso, wir sollten die mal direkt auswählen, wa? Was ist... Achso, Mix kann ich wieder mit zwei Waffen benutzen. Was wir hier untersuchen. Der Schreibtisch ist übersät mit Notizen und Verfügungen. Die meisten Sachen haben nichts mit den Angelegenheiten des Revoir-Anwesen zu tun. Oder Roivis. Wenn wir es im Englischen mal haben, wa? Finde ich aber gut, dass man im eigenen Haus erstmal mit geladener Waffe durch die Gegend läuft. Alter, die Musik ist ja schlimm. Was soll denn das? Werner Herzog, natürlich Werner Herzog, meinte ich. My ancestors decided that I have to live in this building alone. I was very confused all the time, because ghosts were haunting me. Die Musik geht nicht. Werner Herzog. Eine kleine Sammlung der medizinischen Aufzeichnungen, Referenzen und Berichte von Maximilian. Okay, na dann werden wir mal die Geheimnisse mit unserer Waffe hier entdecken, würde ich sagen. Noch ist nix. So, was haben wir hier? Ich mag aber sehr über Zeitepochen... Alter, bin ich erschrocken. Über Zeitepochen in selben... Gegenden rumzuspringen. Das finde ich immer sehr, sehr schick. Dass hier aber jemand rumlief, während der Chef mit einer geladenen Knarre durch die Gegend läuft. Okay. So, Munition gefunden, ist gut. Der Bedienstete ist mit seiner Arbeit beschäftigt. Ja, besser ist. Hier wird nicht geredet. Werner Herzog in der deutschen Synchro von diesem Tom Cruise-Film ist immer noch eine der lustigsten Dinge ever. Falls du Jack Ryan meinst, das ist er ja selber. Da, also, der eine mit Tom Cruise, da spielt doch Werner Herzog den Oberschuft. Was ist das, eine Toilette? Ja. Eine hochmoderne Toilette sogar, im Innern des Hauses. Poliertes Teakholz und Mahagoni-Furnier. So etwas muss man mal gesehen und erfahren haben. Wenn ich so ein Haus hätte, würde ich da auch nur mit geladen rumlaufen. Ja. Aber Mahagoni, das ist bestimmt schmeichelhaft am allerwertesten, am Podex. Aber ich meine, es ist ja an sich ein schickes Haus. Aber das ist jetzt so eine ganz klassische Lovecraft-Kiste, ne? Dass irgendwie hier der Sohn erbt von seinem Vater. Und dann stellen sich ganz viele Dinge raus. Man findet man seltsame Briefe und irgendwie ist man dann verwandt mit irgendjemandem. Die Tür zum Zimmer der Bediensteten ist fest verschlossen. Trotzdem beschleicht Maximilian ein ungutes Gefühl. Wir spielen übrigens Maximilian. Er spürt, dass eine unverhohlene Präsenz hinter der Tür lauert und seine Nackenhaare sich sträuben. Ja, ist doch gut. Dann gehen wir da mal nicht rein. Oh, jetzt ist die Musik weg, Gott sei Dank. Ach, hier sind wir nicht reingekommen beim anderen Mal.
Ein bunt Glasfenster in strahlend schönen Farben und Zeichen meisterhafter Handwerkskunst. Aber etwas ist in ihm merkwürdig. Vielleicht sind es die eigenartigen Details in seiner Form und seinem Motiv. Ja, das sieht so ein bisschen aus wie der Obermupfi, ne? Kann ich da? Ich werde jetzt keine Munition verschwenden. Ja, ja, das könnte sein, dass das so ein, Achso, hört man da direkt auch? Grillen. Schlimme Grillen. Ich finde übrigens, man hätte noch einen anderen Track benutzen können, weil dieses Flüstern und dieses Gewitter und dieses Donnern kommt mir ein bisschen zu häufig. Das körnige Porträt eines Mannes mit herrischem Gesichtsausdruck. Die Ausstrahlung dieses Mannes ist alles andere als beruhigend und Maximilian fragt sich, ob dieser dominante Wesenszug über seinen Vorfahren weit verbreitet gewesen ist. Frage ich mich auch oft. Wieder ein Uhrenrätsel? Nee. Das Bild strahlt mit jedem Pinselstrich etwas Idyllisches und Beruhigendes aus. Wahrscheinlich ist dies der Grund, warum sich das Bild schon seit langen Zeiten im Besitz der Familie befindet. Toll. Ach, schön. Guck ihn hier an. So, nochmal. Hier geht's doch dann runter ins Hauptding und hier nach rechts. Dass er so viel Munition in seinem Haus versteckt, macht ihn auch ein bisschen merkwürdig. Aber warum denn nicht? Was haben wir hier? Oh ja, auch schön, sehr beruhigend. Wenn man nachts auf Toilette muss und an diesem Bild vorbei, toll. Geladene Waffe. Ich dachte gerade. Schön. Was haben wir hier? Oh, ein Brief. Auf dem Nachttisch liegt ein geöffneter Brief. Dann können wir ihn auch lesen. Max, jetzt ist nur noch Max. Max hat einen Brief gefunden. Max Steele. Ein Brief in ausgefeilten Worten und Schönschrift geschrieben. Oh, da freue ich mich ja schon. Mein Freund, bei der Antiquität, nach der du dich erkundigt hast, handelt es sich tatsächlich um das Tome of Eternal Darkness oder einer Kopie davon. Aber mir ergeht es so wie vielen Gelehrten vor mir. Ich bin nicht in der Lage, das Buch zu lesen. So bleiben mir seine Geheimnisse verschlossen. Ich bin mir aber sicher, in den falschen Händen wäre es eine furchtbare Waffe oder eine Kopie davon. Doch im Schutze dieser uneinnehmbaren Anwesens ist sicher aufgehoben. Versuche, den Inhalt zu entschlüsseln, aber hüte dich vor seiner Magie. Sie ist eine grausame Lehrerin. Aaron Rivers. Aaron klingt auf jeden Fall auch mystisch. Haben wir das Buch eigentlich schon? Nee, wir haben es noch gar nicht. Okay, alles klar. Ich höre doch hier schon. Dicht hier einfach rum. Am Kamin Sims befindet sich eine Steintafel, auf der ein seltsames Piktogramm eingraviert ist. Vermutlich käme eine Interpretation zu keinem angenehmen Schluss. Ja, warum legt man sich das dann hier hin? Also das ist doch Quatsch. Können wir eigentlich Magie... Ne, wir können Magie auch erst, wenn wir das Buch haben. Ah ja, klar, gibt ja auch irgendwie Sinn, ne? Hier, Kerr. Der Bedienstete murmelt etwas in seinen Bart, nicht ahnt, dass Max sich in seiner Nähe befindet. Er scheint verzweifelt über sein Schicksal zu sein, das ihn einem Leben voller Arbeit beschert. I feel you, Bro. I feel you. Das ist alles ganz furchtbar. Ah, hier. Klassiker. Auch schön. Mann, so viele Bilder, ey. Ist hier... Wo kommen wir denn da hin? Ach, war das hier? Das ist das Badezimmer-Dings, ne? Der Spiegel reflektiert das düstere Bild eines fragenden Maximilians. Sein Gesicht zeigt deutliche Spuren durchwachter Nächte. Die habe ich auch schon gesehen. Seine Augen haben den Ausdruck eines immer seltsamer werdenden Mannes. Ey, es steckt viel von mir drin, finde ich. Wieso Menschen sich nicht einfach mal entscheiden können, das böse Buch nicht zu öffnen. Ja, oder einfach mal böse Gegenstände nicht im Haus zu sortieren, wo man nicht die ganze Zeit dann offensichtlich so sich bedroht fühlt, dass man im ganzen Haus Munition verteilen muss. Hier war der Scare. Der Jump. Der Böse. Ich erinnere mich. Gerade schon wieder über den erschrocken. Naja, aber andererseits, es ist ja so, also wenn man sowas hat, jetzt ist mal die Frage, wenn du jetzt auf dem Flohmarkt, sagen wir mal, sowas finden würdest, denkst du, ach Mensch, das sieht ja aus wie Menschenhaut. Und man weiß ja, dass so Bücher in der Regel ja nicht so gut sind. Wird man das dann einfach nicht, also so ignorieren? Ich meine, klar, also hängt vom Preis jetzt ab, aber so grundsätzlich mal ein bisschen gucken. Ist ja nur ein Buch. So, Tür öffnen.
dass immer noch keine Monster da sind. Eines der vielen Porträts, das ist aber, das haben wir schon mal, ja, ganz furchtbar. Alter, also dass hier Leute sind und was macht er denn? Streichelt er die Wand? Hä? 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 Okay, man kann hier in die Perspektive gehen aus Gründen. Geht das auf der anderen Seite auch, ja? Nee, geht nur da. Habe ich jetzt da irgendwas schon übersehen? Nee, ich glaube nicht. Hä? Da war doch gerade einer, oder ist der jetzt weggegangen? Entschuldigung, das Erste, was ich höre, hä? Ja, schönen guten Morgen. Schönen Sonntag. Ich bin gerade sehr verwirrt, weil ich habe hier gerade das gefunden, diese Position, und da kann man sich so drüber lehnen. Und ich weiß aber nicht so ganz, was das zu bedeuten hat. Also ja, da sind so Muster auf dem Boden und an der Decke, aber das ist irgendwie merkwürdig. Und hier stand gerade noch jemand, hat die Wand gestreichelt, der ist jetzt auch weg. So, du sagst mir aber was. Hallo, entschuldigen Sie? Hallo? Das kalte Mondlicht bahnt sich seinen Weg durch die verschmutzten Fenster. Wozu habe ich denn? Obwohl die Bediensteten das Haus jeden Tag putzen, scheint es nie richtig sauber zu sein. Naja, das kenne ich. Wenn man einmal eine Katze hat. So, als sei die Natur des Hauses an sich befleckt. An sich befleckt. Kann ich hier? Ja. Nachdem er Maximilian höflich begrüßt hat, kehrt der Bedienstete seinen Aufgaben zurück. Fenster putzen wäre vielleicht mal eine Sache. Morgen, Deathwing. Oder Mahlzeit, ist ja Mittag, jetzt können wir ja. Sonntag. Detail. Das kalte Mondlicht. Ja, es ist alles dreckig. Also ein Haus, das nie sauber wird, aber das ist ja, finde ich jetzt nicht so außergewöhnlich böse. Wenn es danach geht, es gibt so viele Geheimnisse im Haus zu ergründen. Maximilian wird auf unerklärliche Weise in das Haus zurückgezogen, um seine Suche fortzusetzen. Cheap way out. Wobei, man könnte auch sagen, verschlossen. Da ist er. Da ist der Wandstreichler. Okay, alles klar. Auf dem Tisch liegt ein Brief. Den lesen wir nochmal direkt weg, wa? Brief Nummer 2. Der ein Brief in Party geschrieben und mit Tintenklecksen übersät, ja. Mein Freund, dieses Anwesen wurde von den Alten aufgegeben? Trotzdem fürchte ich um meine sterbliche Seele? Und werde es nicht wieder betreten. Ich rate dir, es ebenfalls zu verlassen. Nimm das Buch mit. Es ist ein mächtigeres Werkzeug, als du glauben magst. Und wird die Kräfte zu unseren Gunsten lenken. A. Roivis. A. Roivis. Ich weiß jetzt leider nicht, wer A ist. Aha. Der kann überhaupt nicht sprechen. Okay. War hier nicht mal eine Tür? Jetzt wird es aber langsam wild hier. Oh boy, es wird ein Rätsel werden, wa? Ich hänge auch ein Bild von meinen Räumen, wo das Bild hängt. Und ich hätte gerne die Perspektive von dem Bild in den Raum. Die hätte ich gerne. Die Wand ist mit einem farbigen, dreieckigen Symbol gekennzeichnet. Und obwohl Maximilian dieses besondere Zeichen schon oft gesehen hat, so entzieht es sich doch seine Bedeutung. Ja gut, wir haben ja sowieso noch keine Magie. Ach, guck mal, und hier ist glaube ich, dieses, das Steinscherbe-Papier-Prinzip, ne? Rot schlägt grün, grün schlägt blau, blau schlägt rot. Oder auch andersrum. Nee, kann ja nur so rum sein. Und das Lilane ist außen vor. Rot schlägt grün, grün blau. R, G, B. Wir merken uns einfach R, G, B. Da kann ich nämlich was mit anfangen. Okay, wir nehmen das hier mit. Das Pokémon-Prinzip. Wasser ist effektiv gegen Strom. Wer was anderes behauptet, könnte möglicherweise recht haben. Aaron Roivis. Ja, richtig. Der Vater von Maximilian. Aaron, stimmt, über Aaron. Ach, das war der Vater, der es geschrieben hat? Achso, das habe ich gar nicht mitgekriegt vorhin. Schick hier. Dass hier überall einfach Typen und Menschen einfach rumstehen und also der Bedienstete erkundet sich nach Maximilians Wünschen. Ja, das Eternal Darkness, das Tome of Eternal Darkness.
Ist das ein Rabe? Ja, das ist ein Rabe. Okay, haben wir das nochmal. Unter dem Bild ist eine Inschrift zu lesen. Breite Dunkelheit ihre Flügel vor dem größten Widersacher meines Meisters. Chetuga aus, so wird der Pfad der Wahrheit sich öffnen. Breitet Dunkelheit ihre Flügel vor dem größten Widersacher meines Meisters. Dann das Zeichen, oh, wird der alte Pfad der Wahrheit sich öffnen. Okay, das scheint dann für die der Dunkelheit. Kann ja eigentlich nur das, nee, warte mal. Kann es nicht sein. Das war in der Mitte, ne? R, G, B. Ja, dann müsste, aber ist es nicht das? Ist falsch. Okay, man verliert direkt auch Energie. Was ist denn jetzt das Zeichen der Dunkelheit? Das können wir vielleicht den Bediensteten fragen. Ach so, ne, Moment. Breite Dunkelheit ihre Flügel aus. Und das wird ja dann der Rabe sein. Und dann müssen wir das hier vorstellen, oder was? Ja gut, war jetzt, ich hab da ein bisschen zu doof. Geheimgang betreten. Ja, das Zeichen steht da. Ja, ich habe gerade gedacht, man, das ist hier, man muss jetzt wissen, was das Zeichen für Dunkelheit ist. Ich habe nicht verstanden, dass man einfach nur was vorstellen muss. Das war mir zu leer. Ich weiß, da können wir rein. Ich will da mal ganz kurz. Waren wir hier jetzt komplett schon drin? Nee, eben nicht. Ha, siehste. Guck mal. Das hat mich jetzt gerade ein bisschen zu überrascht. Das war zu einfach. Gegenüber steht eine steinerne Tafel, die scheinbar nicht zum Raum gehören mag. Nehmen wir mit. Nehmen wir alles mit. Aha, was ist denn das? Ein Baseballschläger. Ein Pumpenschwengel. Auf einem Fass der Speisekammer liegt ein Pumpenschwengel. Ja, wie kommt der denn hierher? Max hat einen Pumpenschwengel gefunden. Ist das jetzt eine Waffe oder was? Tatsächlich. Da bin ich mal gespannt. Dies ist ein Schwengel einer manuell betriebenen Pumpe. Ist gar keine Waffe. Schade. Momentan kann er den Pumpenschwengel nicht benutzen. Keine Munition. Na gut. Guten Abend. Während sie ihren Pflichten nachgeht, macht die Bedienstete wie zufällig Bemerkung über das seltsame Klima, das in der Luft hängt. Maximilian hat das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt. Warum sollte sie es sonst sagen? Ja. Hat er keinen Grund dafür. Ja, auch nichts mehr. Schön. Ein Kamin für ein behagliches Feuer ist der Blickfang der Küche. Er verleiht dem spartanisch wirkenden Raum nachts eine warme Atmosphäre. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass sie das auch zum Kochen benutzt haben, aber wer bin ich denn? Mit einem freundlichen Lächeln fragt sie Maximilian, ob er Appetit habe, da sie ihm ein herzhaftes Mahl für den Abend zubereiten werde. Ach, das ist aber schön. Ich habe aber leider den Verdacht, dass ich dann schon tot bin. So, jetzt haben wir das hier und da geht es ja auch nur im Kreis. Na gut, okay, dann ab in den brennenden Kamin. Gott sei Dank ist das Feuer aus. Huch. Oh ja, hier, Waffe. Willkommen bei Hornbach. Wie kann ich Ihnen helfen? Nur meine Frau schickt mich, ich suche einen Pumpenschwengel. Für eine Pumpe. Hm. Damals, das waren noch wilde Zeiten. Außerdem ist das hier auch ganz viel verwunschen und alles. Eine alte Pergamentrolle liegt auf einem vom Staub überzogenen Bücherstapel. Sie ist mit seltsamen Diagrammen und Schriftzügen bedeckt. Ja, nehmen wir doch mit. Max hat den Spruch Erkennen erhalten. Aber wir können ja halt noch nicht, ne? Also selbst wenn wir wollten, müssen noch das Ding finden. Das nehme ich mit. An der Wand hängt ein mit Ornamenten überzogener Säbel. Na, da interessiert mich, wann den gegen wen im besten Fall eingesetzt hat. Könnten wir das vielleicht erfahren? Kavaliersschwerter wie dieser Säbel gehörten hauptsächlich zur Zeremonieuniform der Offiziere. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts war er bei amerikanischen und englischen Kavallerieoffizieren gleichermaßen beliebt. Ja, aber kann man damit auch stechen? Ich nehme den mal direkt. Kurti, komm mal her, ich bin nur hier. Kurti hat Angst, dass er alleine ist. Ach, da liegt es doch, ist doch schön. Da liegt es doch, da haben wir es doch. Schön. Ist ja sonst noch irgendwas, was wir... Detail, das Bild einer Kathedrale wirkt wie ein Scherenschnitt. Ach, das haben wir auch schon mal gelesen. Witzig. Ist das jetzt der Raum, den wir... Nee, der war ja im... War der im Erdgeschoss? Oh, da liegt ja noch eine... Alter. Jetzt geht's hier aber ab, ey. Eine alte Steinschlosspistole liegt auf dem Ort. Welche ist eine Wattefeste? Das nehmen wir mit. Da haben wir zwei. Dann haben wir jetzt nur noch halb so viel Munition. Hä?
Dies scheint ein Wachsabdruck eines geschnitzten Musters zu sein. In der Mitte befindet sich ein merkwürdiges lineares Design, ein Symbol für etwas? Ja, wird's ja dann sein, ne? So, da sind wir rausgekommen. Okay, also nehmen wir uns unser Verderben. Inmitten, ja, liegt ein Ledergewand, dann nehmen wir mal mit. Okay, erinnert euch. Ja, geil. Als Max das Tomb of Eternal Darkness hochbringt, fällt ein Brief heraus. Geschickt fängt Max den Brief auf, bevor er auf den Boden fallen kann. Schön, schöner Charakterzug. Er ist also ein sehr, sehr flinker Typ. Brief Nummer 3. Nicht aufheben. Ein Brief in fast unleserlicher Handschrift geschrieben. Mein Freund. Genau wie ich es vermutet habe, liegen die Ruinen von N'Gar, die zerstörte Nekropole, tief unterhalb des Anwesens. Schlecht. Die verdammten Diener von Tuga sind mir so nah, dass ich sie wispern hören kann. Im Boden ist ein geheimer Zugang eingelassen, durch den wir Einlass in die Stadt haben. Oh, geil. Ich flehe dich an, nimm dir ein paar Männer zur Hilfe und versiegle den Zugang. Da gehe ich sofort, Moment. Da bin ich so aufgeregt. Also, versiegle den Zugang oder besser noch, zerstöre den verfluchten Ort. Ich habe etwas versteckt, das dir weiterhelfen kann. Es befindet sich auf höherem Niveau. Ja, entschuldigen Sie, ich habe auch mal ein Buch gelesen. Schaue ins Licht und du wirst es finden. Ich könnte an deiner Seite sein, aber mein Zustand verschlimmert sich mit jedem Tag und ich weiß, dass mir nur noch wenig Zeit bleibt. AR. Das muss ja dann auch Aaron gewesen sein. Aber das werden keine Briefe an Max sein. Das ergibt ja keinen Sinn. Okay, aber anstatt zu schreiben, wo wir die Hilfe bekommen, machen wir es lieber so. Kurti, ja komm hoch hier. Na los. Jetzt hör auf zu meckern, komm hoch. Ich muss hier Monster. Komm. Ja. So, also hier nur zur Sicherheit. Kurti ist jetzt da. Ja, und Kurti beschwert sich ganz stark. Kurti ist nicht zufrieden heute. Der will, glaube ich, spielen oder so. Aber wir wollen alle irgendwas. Mal eine kleine Spielpause mit Kurti. So, also wir wissen jetzt, sind hier im... Ach so, doch, er ist doch ein Gegner. Er ist doch einer. Ja, ich habe es mir doch gedacht, ne? Habe ich es mir gedacht. Die Bediensteten, da sind sie wieder. Ach, Autopsie, natürlich. Jetzt können wir was lernen. Das gucken wir uns jetzt ganz genau an. Heute mal gelesen, dass rote Katzen nicht so beliebt sind. Was soll das denn? Also ist ja Quatsch. In dem medizinischen Journal wurde ein neuer Eintrag vermerkt. Er kann in der Journal Option das Tome eingesehen werden. Ach, guck. Wie das Ding immer noch neue Mechanismen zuführt, ne? Wurde eine Autopsie durchgeführt, kann Max den neuen Eintrag über die Journal Option und bla 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 und dann Autopsie unten links auf der Seite einsehen. Die Autopsie, die gelesen werden soll, wird mit bla 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 ausgewählt. Durch Drücken von A kann sie angezeigt werden. Aber was haben wir denn davon? Mit der Durchtrennung ihres Genicks wird die Kreatur sofort getötet. Wie viele, ne? Also ist jetzt, naja gut. Die Kreatur schützt sich durch das Tragen menschlicher Haut. Okay. Aber das heißt, ja Kurti, komm doch her jetzt. Komm hoch. Komm hoch. Ja, komm hoch. Ja, will er nicht. Na gut. So, Mugi wollte ich gerade sagen. Wir haben ja... Haben wir nicht noch einen neuen gefunden? Ja, erkennen. Und wir haben... Wir brauchen... Die müssen wir noch irgendwie entschlüsseln oder können wir die direkt mal benutzen? Erkennen, prüfen. Eine alte Rolle mit magischen Gleichungen und Bemerkungen. Diese Magie bringt das Unsichtbare ins Licht der Erkenntnis. Nutze sie weise. Einige Dinge sind im Dunklen sicherer aufgehoben. Sterbliche sollten die Augen nicht auf sie wenden. Dieser Spruch benötigt die Runen Narakat und Redgormor. Also, neuer Spruch. Was mal das? Hagor und... Gut, die macht ja Randale. Ist ja furchtbar. Und das? Ah ja. Also, das ist es nicht.
Wahrscheinlich andersrum, ne? Alles klar. This. 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 Bin ich doof? So ein bisschen, wa? Redgomor haben wir. Ach, Narakat und Redgomor. Narakat und Redgomor. Haben wir den noch gar nicht? Ne, haben wir noch gar nicht. Ja, das erklärt, warum es nicht funktioniert. Finde ich eine gute Erklärung. Achso, Finalschlag. Fürs Gefühl. Fürs Gefühl. Okay, also, jetzt ist potenziell jeder Bedienstete und jede Bedienstete auch. Da mache ich keine Unterschiede. Hier war ein Monster. Hier war ein großes Monster. Fällt mir gerade ein. Hier war ein großes Monster. Wir nehmen mal das. Wollen wir gleich verzaubern? Nee. Oha, die Bediensteten haben sich zur Gewerkschaft zusammengeschlossen und proben den offenen. Ja, das ist so, das ist eine Antwort. Ach nee, er ist gar keine. Eine Antwort auf. Ich sehe nichts. Batsch. Oh, war ja Laden. Das dauert eine Viertelstunde. Oh, ach, da wollte ich gar nicht hin. Kommt der auch Treppen hoch? Kann mir nicht vorstellen. Kommen wir Treppen hoch? Da, ah, ich vergaß. Okay, ja, ich. Ich erkenne an, dass die zwei Steinschussdinger haben ein Problemchen. Von wo? Kommt der da hoch? Ich weiß es nicht. Moment, wir werden mal gucken, ob wir erstmal laden können, nicht wahr? Energie passt noch. Ja, ach, da muss man sich mal so 2-3 Minuten nehmen im Kampf. Oh, er kommt wirklich Treppen hoch. Da habe ich gerade ein bisschen überrascht. Und da ist auch noch direkt die andere hochgekommen. Ich sehe leider nicht, ob ich... Okay, er trifft, da kann ich auch treffen. Shit. Komm schon. Mehr ausweichen muss ich, ne? Okay, ich glaube, wir haben ihn. Möglicherweise, ich weiß nicht, ich sehe es ja nicht. Jetzt geht das Geheule wieder los. Ah, das könnte doch hier Dings sein. Ach, ah, klar, weil wir jetzt die Anleitung schon gefunden haben. Haben wir jetzt das hier gefunden? Die Frage ist jetzt, was bringt uns das so ganz akut? Warte mal, das ist ein bisschen... Ah, ich dachte, du bist ein Gegner. Die können wir theoretisch umbringen, mache ich aber nicht. Habe ich schon mal, das habe ich schon mal gelernt. Hallo? Oh, I love it. Also, dass diese Sanity-Effekte auch in das Menü reingehen. Ist wirklich, wirklich schlau, weil eben konnte ich einfach nichts mehr machen. Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Idee. Für jeden großen Moment verdient sich der Chat eine Minute Kurtcam. Oder ja, Kurti ist gerade unterwegs, der liegt hier gerade nicht. Also ich will ihn ja auch zu nichts zwingen. Und wenn er sagt, am Sonntag arbeite ich nicht, kann ich wenig machen. Aber ich habe ein gutes Gefühl, dass Kurti noch das ein oder andere Mal heute hier vor auftauchen wird. Also ich meine, ich kann natürlich Kurtcam einsprechen und sagen, ah, ist aber keiner. Kurti, ich glaube, der will fressen. Der will fressen. Er hat heute Morgen um 6 gekriegt. Der will Futter. Das ist sein Ding. Deswegen war er gerade hier so unangenehm. Moment, wir... ach nee, ich wollte nochmal eben heilen. So. Bin mir noch nicht sicher. Also, die scheint ja relativ stark zu sein, die Knarre. Aber wir haben jetzt noch wie viel Schuss? Oh, 24, das geht ja fast noch. Ja, behalten wir den erstmal. So, jetzt ging es hier hin. Was ist denn, wenn wir jetzt hier einfach den Spruch erkennen, sprechen? War rot, ne? Ja, war rot. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Machtzirkel, das Zeichen erinnert an einen Machtzirkel. Ja, habe ich das nicht gerade benutzt oder ist das was anderes?
Mats, du musst die Munition noch aufnehmen, weil du bestimmt irgendwann mal drin brauchst und das Spiel dann mit 500 Schuss abschließt. Ja, das wird ungefähr, das wird... Das An der Wand hängt da hier ein Ölgemälde. Welches das Foyer des Anwesens darstellt. Max wundert sich, warum der Künstler einerseits mit einem kleinen, realistischen und detaillierten Stil gemalt hat, aber andererseits nur einen Teil des Foyers falsch dargestellt. Ja, weil da keine Tür ist angeblich, aber hier ist ja. Da frage ich mich jetzt nur, was mache ich hier? Offensichtlich bezieht sich ein Magensprung zusammen. Ich meine, es kann ja nur das Rote sein. Können wir nochmal das Grüne machen, dann haben wir nämlich auch keine... Das ergibt ja keinen Sinn. Nee. So, weil hier ist ja auch nochmal... Hey, das muss ja... Müsste schon das hier eigentlich sein. Und jetzt wabert auch das Grünbild so grünlich. Dann muss das ja mit dem Roten eigentlich gehen. So, zack. Erstmal alles verschwenden. So, und jetzt wird das Bild auf jeden Fall schief. Das Zeichen in Machtzirkel, wie er im Tomb of Darkness verzeihen ist. Offensichtlich bezieht er sich auf einen der magischen Sprüche und seine Zusammensetzung. Ja, no shit. Aber vielleicht fehlt uns dann offensichtlich noch. Das kann ich mir auch gar nicht... Na geil. Was bedeutet das Schema da links an der Wand? Ja, das ist, ich vermute, das ist einfach das Mächteverhältnis. Also Rot schlägt Grün, Grün schlägt Blau, Blau schlägt Rot. Und in der Mitte ist immer, gewinnt immer. Jetzt habe ich aus Versehen. Das wird, glaube ich, also klar, würde jetzt irgendwie Sinn ergeben, dass das hier auch eine Bedeutung hat. Ich habe gerade aus Versehen geschossen. Kommt gerade wieder Lust auf Darkest Dungeon. Ach, oh Gott, das habe ich nicht. Das hat mich zu fertig gemacht. Weil wir können ja auch nicht. Wir können ja auch nicht die Waffen verzaubern. Oder vielleicht bin ich aber einfach hier falsch aufgehoben. So, da waren wir. Ich gehe nochmal die Räume ab. Oh, da sind sie wieder. Obwohl, das wäre ganz gut. Du könntest mal mich mal verdingsen. Und wenn wir es halbwegs schlau anstellen, können wir mal so Magie aufladen. Deswegen würde ich gerne zum Blauen. Ja. Na geil. Ja? Ne? Spiele, die einem nichts verraten, sind ganz schön blöd. Ich mag das total gerne. Es ist natürlich nur in so einem Livestream. Jetzt! Verdammt. Möchte man ja auch Progress machen. Weil das Gefühl... Der weiß ganz genau, wo ich hin will. Das Gefühl... Jetzt! Nein! Entschuldigung, war ein bisschen laut. Das Gefühl, wenn man halt so ein Ding, wo man wirklich lange hängt, wenn man das dann löst, das ist schon sehr, sehr schön. Das gefällt mir sehr. Aber will ja hier auch was bieten. Gott, ist das klein, ey. Mein kaputt jetzt. Aber ich habe das Gefühl, man kriegt das irgendwie hin. Wobei man, also... Hust ja, Dark Souls. Ja, das ist ja im Kern genau das. Ach ja, stimmt, deswegen. Wir müssen, dürfen... Ach, shit, jetzt haben wir den großen Otto da hier medizinisch untersucht. Ah, das habe ich direkt vergessen. Man kann den Finalschlag natürlich machen, aber ich will natürlich auch alle Monster hier dingsen aufnehmen. Ach, sind schon voll. Na, hat sich ja gelohnt. Shitty. So, euch hau ich den Kopf einfach ab. Ja, da habt ihr nicht mitgerechnet, dass ich einfach nicht vorbeigehe. So. Noch so einer hier? Ich glaube nicht, aber es wird viel geheult. Ja, lassen Sie sich nicht stören von den Monstern.
Hallo. Ich würde diesen Person gerne den Kopf abtrennen, weil es Monster ist. Wichtiges Detail. So, ein bisschen Sanity können wir wieder aufladen, glaube ich. Wie sie einfach weiter die Fenster putzt. So. Also hier ist dann... Ich frage mich nur gerade, ob mir jetzt was fehlt oder ob ich einfach nur nicht verstehe. Hä? Ach so. Love it. Love it. Ja, schön. Schön ist es. Ach, also mit dieser Mechanik geht so viel Schönes. Vor allem, dass es auch schön lange dauert. Das ist jetzt mal nicht mal eben. Oder muss das? Nee, muss. Okay, alles klar. Naja, ist gut. Das ist genau die richtige Länge gewesen, dass ich mir gerade nicht mehr sicher war. Ich frage mich nur gerade, ob ich das quasi einmal hier machen soll, dass den Spruch. Aber das würde jetzt auch gerade nicht so richtig viel Sinn ergeben. Ich gucke aus dem Fenster, weil ziemlich großer Vogel draußen kreist. Oh, ein ziemlich großer Vogel finde ich aber auch interessant. Hätte ich auch hingeguckt. Oh, Aaron, du bist auch im Spiel. Fällt mir gerade ein. Schönen guten Tag, Anwesende. Anwesend zurück. Also ich zusammen. Christerialuminus. Bitte, ja, lass dich überraschen. Nee, wir haben Briefe von dir gefunden. Ich kann es dir ganz kurz zum Verständnis einmal ganz kurz. Warte mal, der erste Brief, da war es doch. Da, hier, mein Freund, bla bla bla, kannst du auch nochmal zurückspringen. Da haben wir uns alle, da siehst du so, da hast du es. Also, fast. Ein Buchstabe ist noch anders, aber ansonsten sehr ähnlich, finde ich. Ja gut, okay, also, bringt es jetzt gerade hier nicht. Gehen wir wohl nochmal zurück. Warte mal, hier konnte man doch so komisch runtergucken. So, dann kann man das neigen, aber was bringt es? Der Erkenntnis. War irgendwo noch was, wo ich mir gerade nicht sicher war, dass man irgendwas machen konnte? Hm. Guck nochmal hier lang, vielleicht... Oh, ja, schön, schönes Bild jetzt. Toll, eine diabolisch anmutende Darstellung einer monströsen Landschaft. Ein blutroter Himmel hängt über einem irrsinnigen, surrealen Land, hautfetzten Wogen in beißender Luft. Welches Gehirn hat sich dieses Bild ausgedacht? Ja, das würde ich mir jetzt vielleicht nicht so unbedingt hinhängen. Ich höre was. Haben sich jetzt alle Bilder verändert? Nee, das ist, glaube ich, immer noch das. Er will uns nix. Ich frage, also... Ich wüsste jetzt nicht, dass irgendwo was war, wo ich nicht mehr weiter... Ah, oh, Alter. Ist das gut? Ist das gut? Man kann sogar angreifen. Ah, oh, kann ich ans Menü? Nee. Aber kann ich schleichen? Ja, man kann auch schleichen. Nee, kann man nicht. Aber schneller wanken. So, jetzt habe ich die Lösung des Problems. Das ist wirklich schön gemacht. Ah, das habe ich alles vergessen, dass es sowas gab. Bleibt man einfach Monster. Ja, nu. Der Tag entwickelt sich von nicht so gut zu interessant, würde ich mal behaupten. Ja, und dann stirbt man halt einfach. Also es sind halt nicht nur so kurze Effekte. Ich habe das Gefühl, das blaue Element... ich habe das Gefühl, dass man das blaue Element nutzen muss, um das zu erkennen. Gibt es hier eine blaue Rune? Nee, wir haben... Ach so. Ja, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Das würde natürlich einen gewissen Sinn ergeben, wenn das nebeneinander hängt, ne? Aber wir haben noch keine blaue Rune tatsächlich. Das heißt... Das stimmt, das würde Sinn ergeben.
Da haben wir die, aber wir können sie noch nicht in Dingsen. Ach, warte mal. Kann ich nicht einen neuen Spruch machen? Nee, kann ich nicht, weil das noch nicht entschlüsselt ist wahrscheinlich, ne? War das bei dem anderen auch so, dass man das einmal entdingsen musste? Weil wir können es halt hier nicht auswählen und Liste der Sprüche ja, nur prüfen. Im Dunkeln, ja. Also, okay, wir brauchen dann die blaue Rune offensichtlich. War die irgendwo zu sehen? Okay, jetzt wird's aber wild. Ich glaube, ich werde mal Sanity Meter ein bisschen wieder hochpatchen. Weil das ist ein bisschen viel jetzt. So, Erholung. Grüner Spruch erkennen auf die Steinplatte, geht das? Das wäre interessant. Oh, geht es? Ey, wenn, ist das sehr, 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 sehr smart und ich bin auch ein bisschen erkennen. Sprechen. So, und das ist. Nee, man kann nur. Jetzt ging auch die Dings nicht mehr. Nee, man kann. Also, ich kann. Warte mal, Liste der Sprüche. Wir können magisches Item machen, aber das wird uns ja nichts bringen, weil wir hier die Runen nicht erkennen können. Ich glaube halt, dass ich jetzt irgendwo übersehen habe. Obacht. Stimmt, wir brauchen die blaue. Das ergibt total Sinn. Deswegen ist das ja auch ganz schlau, eigentlich das Bild dahin zu hängen, wo man sagt, hallo, guck mal, das eine besiegt das andere. Und wenn das... Moment. Was war denn hier? So, ich wollte ja nochmal hier Sanity ein bisschen runterfahren. Was war denn da? Da war doch auch noch was. So, guck mal, Kamera ein bisschen gerade. Aber hier... Strahlend schön Farben, meisterhaft. So, da ist es... Probieren es einfach mal hier, würde ich sagen, ne? Erkennen. Probieren wir mal. Jetzt hat sich nichts geändert. Okay, grün ergibt ja aber auch keinen Sinn. Oder ist da irgendwo ein Symbol? Da in der Mitte? Nee, da ist auch nichts. Weil das hätte ich jetzt gedacht, dass hier irgendwie was ist. Was ist denn da? Suchen? Aha! Max sieht einen Umschlag, der hinter das Podest gefallen ist oder dort versteckt wurde. Die Ungeduld angesichts dieses Fundes kann aber das Gefühl, dass etwas nicht stimmen könnte, nicht überdecken. Ja, es könnte aber auch jetzt daher kommen, dass wir schon ein, zwei unserer geliebten Bediensteten umbringen mussten, weil da Kreaturen drin waren, die sich Menschenhaut übergezogen haben. Aber kann jetzt einfach auch daran liegen, dass da ein Umschlag... Dieses Gefühl, dass etwas Böses auf seine Chance wartet, Punkt. Soll Max den versiegelten Umschlag an sich nehmen? Ja. Das wievielte Dokument hinter einem Porträt? Ja, es gibt, also ich sag mal so, spielerisch sicherlich... Alter! Das lässt du bleiben, Freundchen. Das schöne Fenster, du dumme Sau. Jetzt wissen wir aber, wie das Fenster kaputt gegangen ist. Also kaputt gehen kann. Bisschen erschrocken habe ich mich. Okay, Umschlag. Prüfen. Ein Umschlag, der mit einem geschmolzenen Wachsklumpen versiegelt ist. Eine besondere Rune ist in dem Wachs erkennbar. In dem Umschlag scheint sich etwas Schweres zu befinden. Soll Maximilian von dem Umschlag öffnen? Ja. Im Umschlag befindet sich ein Brief, der an einen Berater von Maximilians Vater gerichtet ist. Den lesen wir noch direkt. Max hat den Kellerschlüssel gefunden. Na, da freue ich mich. Keller finde ich immer gut. Brief Nummer 4. Der Brief in zitteriger Schrift geschrieben lautet: Geschätzter Freund, wie ich es erwartet habe, kommen die Kreaturen unserem Geheimnis immer näher. Es scheint, als wollten sie das Buch zu ihrem eigenen Zwecken benutzen und uns den Besitz streitig machen. Das ist aber nicht so schön. Ich habe Vorkehrungen getroffen, damit der Schlüssel unberührt von ihresgleichen bleiben wird. Wenn du
in ihre Klauen fallen solltest. Ja, der Umschlag, in dem sich der Kellerschlüssel befindet, ist mit einer zerstörerischen Magie versiegelt. Sollte jemand, der nicht auf unserer Seite steht, versuchen, diesen Umschlag zu öffnen, so wird die Magie freigesetzt. Schmerz, Leid und ein heftiger Angriff auf den Verstand sind die Folge. Falls noch etwas Verstand vorhanden ist. Erledige die Aufgabe schnell. I see. Okay, Kellerschlüssel. Ein kleiner antiquarischer Keller. Scheiße. Ist ja schön, jetzt haben wir einen Kellerschlüssel. Ich weiß nicht, wo war denn der Keller? X-Knopf, die untere Etage. Hatten wir irgendwo noch einen Keller, wo wir nicht reingekommen sind gerade? Ey, wird ja unten sein. Mein Verdacht. Vielleicht habe ich jetzt aber auch gerade schon Glück gehabt. Sag mal, kann das sein? Nee, der Brief wird auch schon vorher da gewesen sein, ne? Weil ich jetzt aber Erkennen benutzt habe, konnte ich den vielleicht aufmachen? Die Tür im Zimmer ist verschlossen. Moment, ist das gar nicht der Kellerschlüssel sein? Nee, da kommen wir auch nicht rein. Das wäre jetzt aber lustig. Das würde mich jetzt wirklich interessieren, dass wir jetzt also den Brief gefunden haben und wir konnten ihn aber nur öffnen, weil ich durch Zufall... Keller wird unten sein, heute im Rätselmodus. Ja, ich dachte, also es läuft... Heute bin ich so ein bisschen durch den Wind. Ich weiß auch nicht. Ey. Kopf ab. Deswegen muss ich, wenn ich dann die Idee etwas Schlaues habe, muss ich das auch gleich äußern. Achso, ja, im Klo wird es ja nicht sein. Nee. Gut. Aber es scheinen ja dann nicht alle Bediensteten unterwandert zu sein, ne? Das ist schon mal auch ganz gut. Hm. Okay, Kellerschlüssel. Kellerschlüssel ist aber schon mal gut. Weil meine Vermutung mit dem Brief war jetzt gerade... Alter, ey, das ist so viel Action. Dass wenn man jetzt den, diesen Spruch nicht gewirkt hätte... Dass man dann tatsächlich diesen... Dass man Energie verloren hätte, dass man... ein bisschen Verstand verloren hätte. Aber andererseits bin ich ja auf deren Seite, deswegen würde das nicht so viel Sinn ergeben. Na gut, also Kellerschlüssel. Ein Kellerschlüssel für einen Keller. Okay. Ach so, ja. Was? Was ist dieses Spiel? Okay, er kommt aber. Ist der echt jetzt? Oder ist das jetzt, das ist doch parallel. Geil, dass ich auch beide geladen habe. Ja, ich schlauer Stratege. Komm schon. Er schießt, geh weg. Kann man nicht vorstellen, dass er gerade wirklich da ist. Das wird doch hier ein Trick sein. Oder es ist die Rune direkt. Das kann natürlich auch sein. Dass das geskriptet ist, dass man da gar nicht weiterkommt. Ich würde auch gerne die andere noch laden. Er schießt. Nee, jetzt schießt er. Achso. Haben wir jetzt beide geladen? Nee. Fuck. Ist er tot? Nee. Das mit der Kamera ist ein bisschen anstrengend, aber da... Ist er tot? Nee. Ja, was die aushalten? Nee, okay. Offensichtlich war es kein Traum. Ich hätte jetzt gedacht... Moment, nicht zu voreilig. Okay, es war echt. So, und jetzt hier analysieren. Ach, leck mich doch am Arsch. Haben wir die jetzt gefunden? Warte mal. Bevor ich mich jetzt, Holy shit. Ich mag das Spiel, habe es vor Jahren mal komplett als Let's Play gesehen, aber ich erinnere mich an nicht mehr alles. Sind nur die Sanity-Momente im Kopf geblieben. Ja, die sind auch wirklich gut. Also nur, dass ich das jetzt gerade verstehe. Es war eine Illusion, aber in dieser Illusion haben wir jetzt trotzdem die Rune gerade entschlüsselt.
Das ist schon wild. Ich finde das schon wild. Also ist auch mutig und wild, aber auch gut, aber auch wild. Ich lade mal die Waffe nach, wa? Hat er sich jetzt gerade beeilt? Lass mir doch mal ein paar Sekunden. Wie die großen Poeten unserer Zeit schon sagten, wenn du denkst, dann denkst, ach ja, da kommt aber als Kind haben wir das ja. Wenn du denkst, dann denkst. Nee, wenn du denkst, du denkst, dann denkst du nur, du denkst. Er hat sich gerade beim Nachladen selber erschossen. Mir fehlen langsam, also wirklich. Das ist ziemlich gut. Das ist schon ziemlich gut. Ich wollte die Dings hier aussehen. Also es sind auch wirklich viele von diesen kleinen Dingern, aber auch von den etwas größeren. So, guck mal, jetzt ist die Theorie und das finde ich schön und da bin ich tatsächlich drauf gekommen. Klar, man muss das in Zusammenhang bringen. Geschickt gelenkt, danke dir. Liste der Sprüche. Erkennen, sprechen. Das. Blau. Kurti, was ist los? Kurti, macht Tendenzen? Doch da drauf? Wo willst du hin? Er will da drunter. Kurti liebt es, Unterdecken zu sein. Warte mal ganz, ganz kurz. Ich zeige euch kurz. Kurti ist also da. Kurti möchte aber eigentlich ganz gerne hier unter die Decke. War schwierig. Nee, Kurti ist schwierig. Nee, dann gar nicht. Ja, schade. Naja. Ach, Kurti macht das schon. So. Jetzt ist die Tür offen. Da. Die Tür ist verschlossen. Ja klar, okay, man braucht erst den Schlüssel, um dann da hinzukommen. Das ist schon okay. Das kann ich akzeptieren. Klar, und ich hätte jetzt theoretisch auch natürlich drauf kommen können. Kurti, heute ist merkwürdig. Hätte darauf kommen können, dass hier das Bild links natürlich damit zu tun hat. Also man, wenn etwas geblockt ist durch die eine Farbe, muss man RGB und dann gucken, okay, was ist davor und das dann quasi benutzen. Ergibt ja auch, kann man ja sagen. Ich habe irgendein Sprechgesang. Wir schleichen mal. Oh Gott. Habe ich den Großen jetzt eigentlich gedingst? Habe ich nicht, ne? Ich habe den nicht analysiert, weil man das nicht konnte. Ja, ich erinnere mich. Ich war dabei. Stimmt. Ich habe die Chance verpasst. Ich hätte den Großen da. Verträgt aber. Oh! Ach, der Kopf ist wieder nachgewachsen. Ja, wenn man weiß, wie Pokémon funktioniert, hat man, glaube ich, im Leben grundsätzlich einen Vorteil. Aber das ist bei mir zu spät. Ich kann mir weder die ganzen Namen mehr merken, noch ob Wasser oder... Richtig. Die Möglichkeit gibt es ja auch. Das war merkwürdig. So, der Keller. Aber hey, ein hübscher Keller, netter Keller, großer Keller. Noch eine... Dort an der Wand, auf dem Rand des Brunnens, liegt eine Papierrolle. Dort an der Wand? Achso, ja, liegt an der Wand. Okay. Gerade noch in Eternal Darkness gefangen gewesen. Dann irgendwann die Augen aufgemacht. Und jetzt esse ich zum Frühstück eure Sanity. Wenn ich vorhanden, flattere ich gerne eure. Schön. Man nimmt viel mit hier aus diesem Spiel. Isolierung erhalten. Was macht denn jetzt Isolierung? Liste der Sprüche. Prüfen. Eine zerfledderte Rolle, auf der merkwürdige Schriftzeichen und Diagramme gezeichnet sind. Sie besagt, diese Beschwörung gebraucht eine Kraft von mystischer Stärke außerhalb der Grenzen dieser Runen. Nichts kann von außen eindringen, bis die Magie aufgehoben wird. Okay. Bankorok und Red Gormor. Haben wir aber, glaube ich, noch nicht die Bankorok, oder? Nee. Aber ich habe einen Verdacht, dass die da sein könnte. Auf dem Stapel der Kiefen ist eine Steinertafel mit verwirrendem. Na, was könnte das sein? Aber die ist noch nicht entschlüsselt. Achso, aber jetzt könnte ich doch Liste der Sprüche. Ne, kann ich noch nicht. Jetzt, warte mal, ein neuer Spruch. Was war das andere? Bankerrock und? Bankerrock, Red Gormor. Sind wir jetzt Elektriker?
Es ist hier, also es wird auf jeden Fall viel verlangt von einem. So, warte mal. Bunkerrock. Ach, wir haben die scheiß Rune noch nicht? Oder sind das immer andere? Weil wir sie noch nicht entschlüsselt haben, oder was? Na gut. Ist das ein Folterkeller hier, oder was? Schon ein bisschen seltsam aus. Wie haben wir das denn mit den anderen Sprüchen gemacht? Schutz. Bankorock. Aber dann muss man die ja doch erstmal... Oder komme ich hier... Nee, ich dachte, ich kann irgendwie... Naro... Ist nicht, ich komme hier auch nicht weiter. Ich habe nur gerade überlegt, wie wähle ich denn jetzt hier die anderen Sprüche aus, weil die anderen Runen, wollte ich sagen. Weil das sind ja nun mal die... Ach so, nee, Moment. Ah, Moment. Ich glaube, was ist denn, wenn wir jetzt quasi das nehmen? So, das. Nee, ich dachte, dass die hier jetzt auftaucht. Schade. Habe ich den jetzt... Ach so, ja, entdeckt. Habe ich doch schon, ne? Erkennen, ja. Na gut, wir werden da... Also, denke, das kann gar nicht mehr so lange dauern, bis wir herausfinden, was damit ist. So, also hier unten ist aber, glaube ich, nichts mehr. Das war also der sehr erfolgreiche Keller. Das ist auf jeden Fall viel Geheule. Remember me, Alex. How can I forget you, Grandpa? You've always meant the most to me. Absolut. Ever since my parents died. Yes. Ever since they were killed. You've been my little girl. By me? Yes. My little girl. This can't be happening! Das fühlt sich aber nicht so schön an, wenn Opi das so sagt. Die Frage ist jetzt, okay, also, ich muss mal mein Sanity auffüllen kurz. Mich macht das nervös, würde ich nicht sagen, aber es nervt so ein ganz kleines bisschen. Wenn man die ganze Zeit so on, weißt du, so auf der Dings da ist. So. Okay, meine Frage ist jetzt. Was haben wir jetzt davon? Also wir können jetzt Hindernisse durchbrechen. Und wir haben jetzt dieses Schutzding. Aber was haben wir davon? Wir sollen ja alle Geheimnisse dieses Hauses aufdingsen. So, hier war ich jetzt aber auch schon mehrfach. Endlich mal wieder normale Musik. Bisschen was mit Beat. Was ist das? Endlich mal wieder ein... Oh, hä? Von wo? Ach, das sind einfach nur wieder Effekte oder was? Warte mal, gab es hier noch was in dem Geheimraum? Ne, hier waren wir auch durch. Das Einzige, was mir jetzt gerade noch so aus dem Stegreif einfällt, ist das Bedienstetenzimmer. Wo ja, so ein bisschen rumgemauschelt wurde, habe ich gehört. Das ist jetzt das Einzige, wo ich noch so spontan drauf kommen würde. Und warum man hier so runter gucken kann, habe ich auch noch nicht verstanden. Geht immer noch. Jetzt können wir den beobachten, wie er nichts tut. Den feuern wir ja noch. Okay. Ja, also das wäre jetzt das Einzige, was mir jetzt gerade noch einfällt. Da war es wieder.
Und das war ja hier links. So, weil da kommen wir nicht rein. Ist fest verschlossen. Wir haben auch keinen Schlüssel. So, und hier kommen wir auch nicht weiter raus. Also entweder Schlüssel suchen. War da echt nichts mehr im Keller? Ja, wir gleich nochmal gucken. Also wenn ich jetzt hier nichts finde, aber ich bin da zweimal rumgelatscht und da war nichts weiter zu finden. Ich habe jetzt nicht mehr so ganz auf dem Schirm, ob es hier noch irgendwo was gab, wo man noch irgendwas machen konnte. Ah ja, eigentlich müsste im Keller irgendwas sein, ne? Weil jetzt haben wir diesen neuen Spruch gefunden, der, eine kleine Sammlung der medizinischen Aufzeichnungsreferenzen. Achso, man könnte ja auch nochmal in die Dings reingucken, ne? In die... Wo waren sie denn? Ach, Autopsie, hier. Aber da gab es jetzt auch nichts weiter. Das waren die Flatterer. Der Zombie, die starke Muskulatur deutet auf einen widerstandsfähigen Organismus hin. Diese Dinger halten mehr Angriffen stand als andere Kreaturen. Ihre Extremitäten wachsen ständig nach. Es sei denn, die Kreatur wird vernichtet. Auch das. Okay. Danke dafür. Oh wow, ich glaube, im Keller war auch noch meine Motivation, heute noch produktiv zu sein. Nicht schlecht. Ja, doch, doch. Kann man machen. Okay. Es ist cool. Es kommt halt so aus dem Nichts. Das kann ich wirklich, wirklich wertschätzen. So, hier waren wir auch schon. Sieht halt alles auch ein bisschen ähnlich aus, ne? Da waren wir. Also dann kann es ja eigentlich nur noch im Keller irgendwas sein. Ich glaube, wir müssen irgendwo da einen Schlüssel noch rausholen. Ein Schlüssel für den Bedienstetenraum. Das ist jetzt das, was ich machen würde, suchen würde. Oh, einige. Gut, die liegt auf dem Bett, aber zu weit außerhalb der Kamera, weil ich ihm extra eine Decke hingelegt habe, aber er findet die Decke, glaube ich, doof. Naja, lassen wir ihn mal liegen. Also, Keller. Keller, Keller, Keller. Ich meine, aber mit Erkennen... Achso, ich habe jetzt ja... Aber ich wüsste jetzt nicht, wo noch... Weil das haben wir jetzt ja hier erledigt. Also da ist jetzt das. Das haben wir hier auch verstanden. Gibt es hier noch irgendwas, was ich jetzt hart übersehen habe? Das ist schön. Kommt einfach Blut von der Decke. Weil hier ist doch... Ach, Moment, 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 Moment. Moment, ja, na sicher. Habt ihr das alle vergessen? Habt ihr etwa alles, den Pumpenschwengel vergessen? Hä? Schlimm. Jetzt pumpen wir nämlich einfach mal den ganzen Sips hier ab in den kleinen Eimer. Wo man nicht sieht. Alle den Pumpenschwengel vergessen. Ja, das tut weh. So. Was ist hier? Mit dem Blut? Alles okay. Ah, es ist nur Blut von der... Ist halt ein altes Gebäude. Aber ja, so einfach... Wooly shit. Sehr verwirrend, wollte ich sagen. So, jetzt haben wir doch die Rune für diesen Schutzkreis. Die magische Rune gefunden. So, na siehst du, Isolierung wurde entdeckt. Meine Hoffnung ist jetzt, dass das uns quasi so einen Schutzkreis... Schutzkreis verschafft. Ich würde gerne was zuweisen. Geht nicht? Hallo? Geht nicht.
Achso, doch, muss ich hier zuordnen. Weil was ich mal machen wollte, ist Erholung zuordnen. Und zwar in das. Und dann setzen wir den mal hier hoch. Und dann machen wir den Schutzkreis auch mal direkt Isolierung. Jetzt ist die Frage, wahrscheinlich ist das so, dass er besonders effektiv gegen bestimmte Wesen ist, ne? Also RGB, Rot gegen Grün, Grün gegen Blau und Blau gegen Rot. Naja gut, dann lohnt das gerade noch nicht so. Was sagt denn eigentlich die Energie? Was sagt denn eigentlich Speichern? Speichern ist auch mittlerweile mal eine ganz gute Idee. Die Finsternis naht, momentan ist das sicher nicht sicher. fortsichern. Achso, Autopsie. Sehr wichtig. Amazing. Okay. Sehr gut. Und jetzt weg damit. So, kann ich jetzt? Jawohl. Alter, wäre ärgerlich gewesen, ey. Wenn ich davon gestorben wäre. Holy moly, ey. Ach ja. Ich erinnere mich, da war ja was. Ich bin etwas spät dran, habe ich was verpasst. Nun, Wesker, also, naja. Also, unter dem Haus hat sich herausgestellt, dass da einfach so eine Stadt ist. Also, es sieht jetzt aus wie so eine Textur von der Stadt, aber die Aussicht versetzt Max in atemloses Staunen. Vor ihm liegen die Ruinen einer fantastischen Stadt, eingebettet in einer riesigen natürlichen Höhle. Türme und bedrohliche Gebäude starren ihnen aus dem Nebel entgegen. Licht durchflutet die Stadt und gibt einer Energie knisterndes Geleit, die sich nach oben getragen von unsichtbaren Kräften aus einer Quelle ergießt. Das ist sonst alles. Also viel mehr hast du eigentlich nicht verpasst. Okay, ist einfach mal so eine ancient Stadt unter dem Gebäude. Erklärt einiges. Das Gerumpel erklärt das, das Geflüster. So, das löst sich jetzt hier auf. Ja, man, genau, deswegen auch immer in den Keller schauen. Man weiß nie, gehst du da in den Keller, guckst du rein, bist da so... Was ist das? Und der Verkäufer so, wie was? Und du so, na, diese verfluchte, verwunschene Stadt der alten Götter. Ach so. Ja, nee, das wird noch gemacht. Oh shit. Ist das Boss? Okay, er ist unsichtbar. Nee, er teleportiert sich. Er nimmt es aber sehr gelassen. So, Moment. It's boss time. Ich bin so froh, dass ich gerade gespeichert habe. Moment. Aus hier findet sowas in der Münchner Innenstadt dann einfach leise sein und später geht es sich wieder weiter. Ja, man kann sich auch arrangieren mit so alten Kräften. Also, tun ja auch einige. Von daher. So, Strategie. Ich würde darauf schießen. Ich habe nur gerade ein bisschen Angst. Habe ich Angst? Nee, eigentlich habe ich gerade nicht Angst. Ob man da einfach Energie draufballern, normal draufballern kann? Ich habe jetzt nicht gesehen, ob der gegen irgendwas allergisch ist oder so, was ich aber machen würde. Ich würde mal magisches Item sprechen und das und dann machen wir mal blau auf die Knarren. Oder muss ich jetzt die Steinschuss... Nee, ich muss wahrscheinlich jetzt die Knarren, ne? So, jetzt haben wir schon mal magische Knarren. Der spricht auch irgendwas. Okay, alles klar. Moment. Okay, Moment. Warte nochmal. Der macht rot. Rot ist effektiv wegen grün, aber blau hebt rot auf, nicht wahr? Ist jetzt die Theorie. Ist erstmal nur eine Theorie. Und wenn ich jetzt blau rufe. Und jetzt können wir in Ruhe laden. Ist er tot? Nee. Wenn ich jetzt noch 500 Schuss hätte. Geil, dass wir den Spruch gemacht haben. Er wird nicht gedingst.
Okay. Und warte mal, ich habe doch eine Barriere. Ah, ich habe eine Barriere. Habt ihr gesehen? Eine Barriere. Da hat er nicht mit gerechnet. Mal Kopf ab. Jetzt bin ich mal gerade, ich nur mal gucken. Wenn der jetzt schießt. Ist ja ganz schön unangenehm, dieses Brummen. Das mag ich sehr. Aus der Barriere raus. Ja, geil. Guck mal, funktioniert. I love it. Okay. Das bringt uns schon mal weiter. Das bringt uns schon mal deutlich weiter. So treffe ich nicht. Das bringt uns nicht so viel weiter. Schon wieder daneben. Und was, kann man sich immer in bestimmten Rundfunkgebühren eintragen. Ja, das Ding ist, wenn die im Keller zahlen, musst du ja selber nicht zahlen. Also, weil dann ist ja, also es geht ja dann quasi als Wohngemeinschaft, würde ich jetzt vermuten. So, warte mal, wir rufen jetzt einfach mal hier. Isolierung sprechen nochmal in blauen. Jetzt ist der andere, sollte jetzt ja weg sein. Das hat nicht funktioniert. Warum? Hat das. Weil ich den anderen nicht aufgehoben habe, oder was? Warte mal. Muss ich den wieder aufheben? Ist der noch da? Ja, der ist noch da. Moment, wir verlieren jetzt auch gerade Energie. Das ist alles nicht so gut. Wir verlieren sowieso sehr viel Energie. Moment. So, also. Erholung. So. Dann haben wir jetzt ein bisschen hier. Dann haben wir jetzt nochmal Erholung da. Ich glaube, wir machen das ein bisschen schlauer. Also ich glaube, ich laufe. Na? Den anderen. Fuck. Ja, das ist jetzt strategisch, habe ich das blöd gelegt, ne? Ja, da kommt er schon wieder. Gucken einfach nicht hin, dann kann er mir nichts abziehen. Turn the darkness in our kitchen. Das Getier im alten Knäckebrot, im Öko-Knäckebrot, da haben wir es wieder. Mach ihn tot. Schießt er? Ah, okay, der verschwindet nach einer Zeit, das ist nicht so gut. Obwohl, ist okay, ich wollte ihn ja eh nicht. Mach ihn jetzt tot. Zack. Bisschen Sanity gewonnen. So, pass auf. Und jetzt machen wir Folgendes. Teleportiert er sich eigentlich weg, wenn ich jetzt hier hingehe? Alles Fragen, die wir, ich mach das direkt hier, komm. So, und dann nehme ich mir direkt die Knarre. Warum nicht? Warum hat er nicht... Ach so, weil ich wahrscheinlich... Habe ich... ist das so? Wenn man, da nicht durchzieht... Jetzt. Mann, lad doch nach. Das ist aber auch alles... Also... Kann ich den anderen? Der steht jetzt blöd. Aber guck mal, hier bin ich relativ sicher. Finde ich geil. Schöne Mechanik. Oh, ach so, ja, blau. Komm. Dann, wie kann man da denn... Dann, also ist jetzt ja wirklich... Und ich muss die tatsächlich auch verdingsen. Das ist... Also, meine Güte, ey. Da haben wir nicht mehr viel Energie. Oh, das ist Laden. Zum Glück schau keiner zu. Ja, das ist wahr. So. Aber, ach, fuck. Okay, er haut wieder ab. Dann machen wir ihn hier kurz für unseren Sanity. Was ich jetzt so gerne noch wissen wollen würde, ist, wie ich quasi aufhebe. Wie viel Munition habe ich noch? Hätte ich die mal nachher vorhin nicht... 10 Stück. Nicht verschossen. Hallo, ich würde gerne die zweite laden. Kann er nicht. Wo ist er denn?
Jetzt ist er hier oben. Wie kann ich denn das jetzt hier aufheben, sag mal? Das frage ich mich jetzt gerade noch. Muss ich jetzt stehen und das nochmal rufen? Isolierung, sprechen, zack, zack. Ach, ich glaube, nee, mein Fehler war folgender. Ich habe, bin wahrscheinlich ins Menü gegangen. Und deswegen ist der Spruch nicht fertig gewesen. Weil jetzt müsste der andere sich auflösen. Ja. Oh boy. Erholung, sprechen. Das ist schlecht. Ah, sehr schlecht. Ja, warte mal, laufen. Laufen macht doch Energie auf, ne? Ist auch nicht mehr verwandt, verdingst. Ach, fuck. Oh, das wird ärgerlich. Warte mal, ich lade jetzt erstmal ganz entspannt erstmal beide laden. So, guck mal, hier Magie wird doch besser. Jetzt errate ich so ein bisschen in, nicht genug. Schlecht. Da ist auch schlecht. Aber ist gar nicht so schlecht, weil ich habe ja Dings hier. Also Schutz, würde ich sagen. Kommt es ja. So, dann sollen wir doch eigentlich schon genug haben jetzt, oder? Okay. Ah, jetzt geht mein Puls aber auch gerade. Okay. Weil da, also, da dreht sich jetzt so ein bisschen diese, also man muss schon, ich sage nicht sehr schlau sein, das ist Quatsch, aber man muss schon ein bisschen aufpassen jetzt, so dass natürlich jetzt der Gegner nur gegen, Verzauberte, hätte ich fast gesagt, Gegenstände funktioniert. Bin aber sehr froh, dass das, hier der Schutzkreis relativ lange dauert. Ach komm, da ist er nicht. So, nur hoffen. Weg mit dem Arm. Nicht zu viel. So, nur gucken, dass unser Sanity nicht komplett. So, komm, das schaffen wir noch, das schaffen wir noch, das schaffen wir noch. Hoffentlich. So. Jetzt sollten wir auch wieder genug Energie haben, um nochmal die Knarren zu verzaubern. So, ist magisch und jetzt gib ihm. Ich sehe halt nicht, ob was passiert, das ist ein bisschen doof, aber... Oh, man kann es ja sehen. Habe ich ihn? Die Sau. Okay, jetzt ist aber der letzte Dings da, ne? Können wir hier stehen bleiben? Lebt er? Er lebt noch. Oh, so ein bisschen dranhalten hier jetzt. Also es ist, wenn man weiß... Oh, Gott sei Dank, kann ich ihn noch autopsilieren? Schade. Doch, macht er. Übrigens immer noch nicht gestorben. The accursed beast was dead. But not without its toll on me. That was but one, and there was an entire city of them. I could not hope to fight them all alone. I knew I had to get help. Also habe ich das Ordnungsamt gerufen. I knew there was a way. I just had to find it. Schon 3 Monate später. Was ist jetzt mit den drei? I tried to tell them, but they wouldn't listen to me. Damn their eyes! They didn't believe me. Strange, creatures, the world in peril from unseen foes. Death, the darkness. Instead they jeered and threw me into this forsaken place. Empty souls and fevered thoughts, reeking of fetor and decay, thinking me mad with delirium. The fools cast away their hopes of salvation, but locking me in this damned asylum.
May the rats eat your eyes! I am now lost to your cause! The darkness comes! It will damn us all! Ach, das war das, was wir als Trigger-Ding vorhin gesehen haben, ne? Diese Tür. Lustig. Finden wir jetzt den Schlüssel, ja. Aber er ist nicht gestorben, offensichtlich. Oder, also zumindest noch nicht ganz. So, so. Okay. Ich weiß auch schon, wie es weitergeht tatsächlich, ne? Weil wir haben ja noch diese eine Tür, dieses Glasding, dieses Glasfenster gehabt. Wo. Ich speichere erstmal ab, würde ich sagen, ne? Wo tatsächlich man nicht rangekommen ist vor. Und jetzt kommen wir daran. Leo fängt heute wahrscheinlich. Um 4 fängt er an, ne? Um 4, sag ich schon, um 14 Uhr. Streamt er doch, oder? Weiß das jemand aus dem Kopf? Ich meine ja. Falls dem so ist. Weil da würde ich ganz gerne ihm vorher. Ja, macht er, genau. Da würde ich dann. Halbe Stunde haben wir also noch. Wir können auch so ein bisschen reingucken. Das Schöne ist, wir können ja jederzeit speichern. Es sei denn, die. Darkness is coming. Dann nicht. Aber deswegen gucken wir uns noch ein bisschen um. Ja, dieses permanente Angeboller, ne? Muss doch nicht sein. Leo, den gibt's noch. Wenn das eine ernst gemeinte Frage war, dann ja, Leo gibt's noch. Also, er sah sehr, relativ lebendig. Ich will nicht sagen sehr lebendig, aber sieht lebendig aus. Alter, jetzt haben wir schon wieder da. Der streamt auch. Und ich weiß nicht, ob der gerade Dings macht hier. Das Samurai-Spiel, das nahm mir jetzt gerade. Ich wollte gerade Nio sagen, aber Nio ist es eben nicht mehr. Es ist hier, ne? Und so. Das hat er gerade gestreamt. So lebendig, wie ein Senior aussehen kann und darf. Ach, hier war ja auch noch was. Ach, das ist ja die Tür, wo die Bediensteten hinter waren, ne? Die Tapete, ja genau, restlichen Teil des Flurs. Da kommen wir bestimmt irgendwann nochmal hin. So, weil aber hier, guck mal, hier ist nämlich rot und da ist das Ding. So, das heißt, das haben wir alle schon mal gelesen. So, und wenn wir jetzt Ghost of Tsushima, genau, ja, richtig. Das wollte ich auch immer spielen, aber wie gesagt, PlayStation 5 zu finden und auf der 4 wollte ich nicht, weil die PlayStation 4 ist mir zu laut, aber ich werde da jetzt mal reingehen und die Paste austauschen, die Wärmepaste. So, jetzt müsste ja das ja. Ah, auf Twitter hat er bestätigt, Leo bestätigt, dass er für seinen Stream geht, aber keine Ahnung, was es geben wird. Okay, dann bin ich ja gespannt. Komme ich jetzt hier rein? Komme ich nicht? Das war falsch. Okay, Moment. Das Buntglasfenster zeigt das Bild einer Frau, die mittelalterlich gekleidet ist. Selbst im bereits schwindenden Tageslicht leuchtet das Bild. Die junge Frau hält ein Pergament in den Händen. Das brauchen wir. Für Alex fühlt sich unbehaglich angesichts des Glasbildes, welches fast magisch wirkt, so als sei es gar nicht real. Ein schwimmendes Energiefeld schützt das Fenster. Wie kriegen wir jetzt das Energiefeld? Weil es ist ja nicht erkennen. Stimmt, es ist gar nicht erkennen. Wie kriegen wir jetzt das Energiefeld kaputt? Können wir das mit einem kaputt schlagen? Nee, wahrscheinlich nicht. Erkennen ist ja wirklich Blödsinn. Und Isolierung, ist es, dass wir jetzt das sprechen müssen, damit wir es aufheben? Nee. Ja, schade, fast. Okay, na dann bleibt jetzt ja eigentlich nur noch magisches Item, sprechen. Ach so, warte mal, wir haben ja den. Ach, den Kommodenschlüssel haben wir auch noch. Kommodenschlüssel, oder? Ach doch. Oder nicht? Rot, grün, blau, blau schlägt rot. Aber das ist ja das Blaue. Das ist ja. Nee, ist es nicht. Das ist das Rote. Das ist das Rote, ja. Und das Rote gegen das Blaue. Das Blaue schlägt das Rote.
Aber so nicht. Aber Isolierung ergibt ja hier überhaupt gar keinen Sinn. Also klar, da ist jetzt so ein Ding dahinter. Also. Nee, ich dachte, das war Kurti, aber es war gar kein Kurti. Isolierung blau ergibt doch gar keinen Sinn. Wir wollen uns doch gar nicht isolieren. Wir wollen uns doch. Gegenteil sogar. Innerhalb der Grenzen dieser Ruhen. Nichts kann von außerhalb eindringen. Theron, hallo. Ich sitze vor einem Rätsel. Dieser Spruch. Also, Ich meine, jetzt kann man natürlich. Eine Strategie können wir noch machen. Mal ganz nah rangehen. Aber erkennen ist es nicht, weil es ist ja nicht versteckt oder so. Und wenn man jetzt vielleicht Isolierung und da blau macht, aber das wäre ja total weird, oder? Ne, da passiert vor allen Dingen auch nichts. Ach, Moment, aber erkennen könnte trotzdem gar nicht so doof sein. Aber hier ist ja keine Rune und nichts angebracht. Oh, ich mag aber, dass Blitz und Donner kommen, wenn man mit einer verwunschenen Waffe da drauf ballert. Okay. Also, ich komme hier an die Rune nicht ran, weil das hinterm Kraftfeld ist. Wenn ich dagegen laufe, sterbe ich einfach mal direkt fast. So, das ist also nicht Sinn der Sache. So, habe ich hier nicht... was passiert hier? So, ja. Ich krieg das Kraftfeld nicht kaputt. Und dann haben wir jetzt noch hier das hier, dieses... Und da bin ich mit dem anderen, mit dem blauen ja mal reingegangen. Erkennen. Aber hier ist ja quasi keine Rune dran. Deswegen wird das jetzt eigentlich auch keinen Sinn ergeben so richtig, ne? Die Tapete zeigt deutlich unriemand. Nee. Okay. Dann könnte man auch eventuell vielleicht von hier rankommen. Hier ist es. Ich habe das alles vergessen. Hier ist es viel zu dunkel, um etwas erkennen zu können. Vielleicht ist eine Sicherung rausgesprungen. Keller. Können wir jetzt eigentlich in den Keller? Haben wir das freigelegt? Das könnte sein, ne? Dass wir... Ja. Warte mal. Jetzt warte doch mal. Mach doch nicht so einen Stress. Wir können doch eventuell... Ist doch hier jetzt die Kellertür. Die Tür ist verschlossen. Ich habe nur... Oh, fuck, die ist verschlossen. Wieso ist die denn verschlossen? Wir haben nur den kleinen Kommodenschlüssel. Der wird ja wohl nicht in die Kellertür passen. Okay. Stimmt, die war aber... Ja, die war auch schon vorher da. Okay. Wir haben hier... Ist ja noch dieses... Können wir uns auch gerade nochmal angucken. Nee, hier war schon falsch. Da ist ja nur der Geheimraum. Dass das Bild jetzt so bläulich ist, ist übrigens, weil ich erkennen gemacht habe. Ich schlauer Typ. So, weil hier ist ja zum Beispiel noch dieser ganze Kladderadatsch. Den habe ich ja auch noch überhaupt mir nicht angeguckt. Also noch nicht weiter im Sinne von, hier kann man doch bestimmt auch noch was machen. Ich glaube, dass die Tür verschlossen ist, liegt an dem der Tür zu liegenden Grunde schließen werden müssen. Warte mal. Irgendwas war mit Licht. Wir haben in dem Brief, also erstmal ja, Alucard, ja, ich bin geneigt, dir zuzustimmen. In dem Brief von dem Aaron stand irgendwas mit Licht, dass da was versteckt ist. So. Was jetzt allerdings fehlt, hier nichts macht. Okay, hier passiert nichts. Was nämlich leider jetzt gerade noch fehlt, kann ich hier irgendwas machen? Der Globus Holzraum auf Hic Sunt Draconis. Wenn man das übersetzen könnte, wüsste man vielleicht auch schon mehr, aber kann ich nicht. Aber da war auf jeden Fall, ergibt das einen gewissen Zusammenhang, dass man ins Licht gucken soll. Das Problem ist so ein bisschen, es ändert sich halt gar nichts. Außer, dass das schöne Geräusch permanent kommt. Hier sind Drachen.
Ist das so? Hier sind Drachen. Kann ich hier eigentlich durchgucken? Ne, hier kann ich nicht durchgucken. Kann ich hier? Kann ich auch nichts machen. Weil da ist ja untersuchen. Da sieht so aus, dass man da was sehen könnte. Könnte aber auch für später noch wichtig sein. Und hier hinter diesem Schrank muss auf jeden Fall noch irgendeine Geheimtür sein. Das sieht so sehr, sehr, sehr seltsam aus. Okay, aber dann können wir hier leider doch nichts machen, wa? Weil es passiert halt einfach auch nichts. Alten Weltkarten wurden damit gegilt, derzeit nicht erforscht. Ah, und schon wieder was gelernt. Hilft uns gerade dann doch nicht weiter. Aber interessant. Okay. Also ich komme an die Rune nicht ran. Ich komme in den Raum nicht rein. Hinter der Tapete. Ich komme in den dunklen Raum ohne Sicherung nicht rein. Ist ja auch mal geneigt, wenn irgendwie komische Geräusche sind, dass man denkt, ja, die haben jetzt eine Bedeutung. Hier haben wir aber eigentlich auch alles abgegrast, ne? Jawohl. Okay, weil die Papierrolle, also das nächste Kapitel, hat dann diese Frau hinter dem hinter dieser Absperrung da. Dann ist jetzt nur die Frage. Also, es könnte sein, halte ich für nicht so unwahrscheinlich, dass der Kommodenschlüssel uns zu einem weiteren Schlüssel führt, der in den Keller uns bringt, wo man eine Sicherung anstellen kann. Dann kann man in diesen Raum und da findet man dann irgendwas. Das finde ich gerade leider eine halbwegs plausible Kiste. Weil hier ist ja einfach nichts. Tür ist verschlossen. Da fehlt uns jetzt der Schlüssel. Ich weiß aber gerade auch wirklich nicht, wo diese Kommode sein soll. Jedes Porträt wirkt düster, ja. So, weil hier war ich jetzt ja, glaube ich, dann. Ich lade schon einmal durch. Ich glaube, es wäre natürlich schön, wenn ich dann irgendwie hinterkomme. So, hier. So, das ist noch derselbe Quatsch. Dass ich nicht noch irgendwo eine Rune oder eine kleine Kommode oder so übersehen habe, aber hier ist es nicht. Also Kommoden gibt es doch normalerweise einen sehr speziellen Raum, meiner Meinung nach. Dem Kommodenraum. Na, dem... es könnte natürlich oben im Schlafzimmer irgendwo sein, nicht wahr? Das ist auch nur wieder Ditte. Ich latsche nochmal alle Räume ab. Ich werde die wahrscheinlich einfach übersehen haben irgendwo. Ach, hier ist auch nochmal Ditte. Ach, das ist auch das Bild, was da vorhin hing. Alles klar. Nicht erkennbar, aber das bringt uns hier nichts, weil hier einfach keine Rune ist. Kann sie noch laufen? Ja. Also grundsätzlich. Wir gucken nochmal die Schlafzimmer an. Das wäre jetzt nochmal, wäre jetzt wahrscheinlich nochmal so der sinnvolle Weg. Hier sind aber immer nur, weil das Ding ist, also das ist auch so eine Art Spiel, ne, wo man, ach nee, hier wollte ich gar nicht hin. Wo man auch an einfach so Dingen vorbeiläuft. Na? Ah, Glück gehabt. Kommode 64. Ja, das ist auch gut. Das ist nur ein Bild. Ich erinnere mich. Auf der Kommode Magda hat seltsamerweise kein Schloss. Stattdessen ist ein dreieckiges Muster erkennen, neben dem sich magische Symbole befinden. Dit ist ditte. So. Das müsste ja dann eigentlich erkennen sein, möglicherweise. Ditte? Ist it? Schade. Aber es ist das. Kein Schloss, das ist ein dreieckiges Muster. Neben dem sich
magische Symbole finden, aber das sind doch, ist doch beides dasselbe da, ne? Ah, the riddle ist hart. Isolierung ergibt keinen Sinn. Es muss. Ach, warte mal, nee, es ist ja rot. Muss ich dann blau benutzen? Ich muss blau benutzen, weil es ist ja rot. Es ist mit rot versteckt, also muss man dann blau benutzen. Ah, es ist schlau. Und da ist eine Kommode. Dankeschön. Also danke für den Hinweis über Kommode und so, aber ich wäre da, wäre ich tatsächlich, ich habe mich nicht mehr daran erinnert. So, benutzen, untersuchen. Mit dem Kommodenschlüssel hat Alex die Kommode aufgeschlossen. Hat Alex die Kommode öffnen? Ja, finde ich ganz schlau. Was ist da jetzt drin? Ein Schlüssel. Ein oder so! In der Kommode liegt ein verchromter Revolver und eine zerfletterte Seite aus dem Turm wie da. So, also, ja, nehmen wir doch mal. Ein Schritt in die Finsternis. Oh, das klingt gut. Blaue Rune war extrem effektiv, auf jeden Fall. Oh! Fast ein geiler Beatle. Our guardians have located the heart, Master. Before the month is out, it shall be ours. Do not underestimate the power of Mantarok, Warlock. Its power cannot be defined in terms you understand. For 7 centuries, its corpse has corroded your universe. And during those 7, the denizens of the region have been either destroyed or driven away. There is nothing, no one to stop us from collecting it. Mantarok and its essence lie unprotected in the jungle. Then waste no more time. Retrieve it immediately. And pray to me that you do. Ansage. Time is running short. And without me, you are mere flesh and bone. Remember that. Okay. Damit haben wir tatsächlich den nächsten Weg gefunden. Und wir haben jetzt einen Revolver und 20 Schuss. Das ist auch nicht verkehrt. Da können wir nochmal ganz kurz reinschmulen. 10 Minuten haben wir noch, bevor Leo anfängt. Ich muss mich auch noch mit beschäftigen, wie ich rede. Ich glaube, ich weiß, da muss ich aber über die Webpage gehen. Ne? Oder kann das einer... Kann das, ist Dopsy da bestimmt? Ne? Dopsy ist doch bestimmt da. Der kann das vielleicht auch machen. Das wäre schön. Wir gucken aber hier nochmal eben kurz rein. Weil das interessiert mich, wer das ist. Ich wüsste es nicht mehr. Was incredible. From all walks of life to all parts of the world, their tendrils crept and wrought their insidious damage. Their prisons decayed constantly as their guardians' work continued. I discovered mention of a breakthrough in satellite radar imaging that revealed the presence of a hitherto unknown temple mound in the Angkor Thom region of Cambodia. An archaeologist of some repute, Dr. Edwin Lindsay, took it upon himself to investigate the area, to reveal the secrets of history. Unfortunately, the local government at the time thought differently, requiring that Lindsay find other means into the country and to finance the expedition. He found these in Paul Augustine, a collector of rare items who professed an interest in the discovery and agreed to help. After a dysentery-riddled 2-week venture, Lindsay and Augustine located the remains of an ancient city temple dating back to the 12th century. Könnte man natürlich sagen, aber das kennen wir doch schon. Ja, aber jetzt sind wir später da. Sie kommen wieder aus der Textur. Yes, this is it. It has to be. I hadn't expected the information to pan out, but here it is. The satellite data was correct. So Indiana Jones irgendwie. For years, I have searched for it without success. Here, all along, clouded from us beneath the great ancient's insidious magic. I am very pleased with your performance, Dr. Lindsay. Very pleased. In fact, so pleased that I will give you an early bonus. Ha! Ja, das ist jetzt ärgerlich.
scholar, Dr. Lindsay, not a warrior. In that regard, I have several centuries more experience than you. Dabei sieht er ganz menschlich aus. Don't be a fool. Die quietly. And you will not suffer. Die quietly. You cannot escape me, Lindsay. This place will be your tomb, just as it is Mantarok's. Guardians of Zatoga, kill him! Tio, ja, ganz ver... Ja, cool, dass wir noch ganz entspannt 7 Minuten haben. Holy shit, ist er groß? Ich will erstmal ganz gucken, was wir alles haben. 45er, also Gewehrpatronen, 45er Munition, eine Fackel, eine Bürste. Eine große, weiche Bürste. Dient dem Archäologen dazu, Staub und Schmutz von Oberflächen zu entfernen, ohne die zu zerkratzen. Ach, man kann auch übrigens ranzoomen, sehe ich jetzt hier. Ja, guck, mit dem Steuerkreuz. Ja, nice. Eine Flinte. Und auch nochmal das Dings. Irgendwas mit Bürsten. Alter, wir haben ja ganz schön... Okay. Ich würde mal ganz kurz erstmal ausprobieren, was passiert denn, wenn ich hier das nehme und das dem Otto hier ins Gesicht mache. Ja, gar nichts. Okay, das ist sein Angriffspattern. Und das ist sein Schutzschild. Alles klar. Dann probieren wir es mal hier mit. Ah ja. Und er kann Magie. Heilt er sich? Hat sich geheilt. Ne, er hat einen Kollegen gerufen. Okay, ich befürchte, wir sollten doch der Einfachheit halber. Er ruft. Haben wir? Wir haben auch keine. Ne, natürlich haben wir es auch noch nicht gefunden. Was macht er denn? Okay, er ruft auf jeden Fall Verstärkung. Das ist alles nicht so richtig geil, was hier gerade passiert. Ich dachte, ich wollte mal ganz kurz reingucken. So, und jetzt kommt der wieder. Ah, ja, ein bisschen vergeigt, wa? Ja, Kamera. Okay, jetzt hat er den resettet. Okay, er kann, glaube ich, nur 2 rufen. Oh, nee, er kann 3 rufen. Das ist alles so lala gerade. Es ist alles so lala. Okay, er ist auch cool. Ist Gott sei Dank auch cool. Das macht das schon mal ein bisschen einfacher. Jetzt haben wir ihm ja noch die Birne ab. Die Birne ab. Also, kameratechnisch schwierig gerade. Ich sehe halt auch wirklich nichts. Jetzt mach doch mal hier so, zack. Okay, jetzt. Ey, das muss doch nicht sein, hier 3 Sekunden vorm... Oh, Entschuldigung, das war wahrscheinlich laut. Jetzt lass mich doch... Ich baller hier gleich alles weg. Okay, also ist... Das ist alles sehr unangenehm. Das ist alles sehr unangenehm gerade. So, einer weniger. Dann machen wir jetzt hier auch noch den... Hä? Wie ist der denn jetzt gestorben? Ist Mitleid oder was? Ich werde mich jetzt nicht beschweren, aber das war jetzt alles merkwürdig. Ich glaube, hier wieder. Ach komm jetzt. Oh, nicht von dir. Oh, das geht auch. So, einer weniger. Und er kommt natürlich noch von hinten. Das wäre jetzt ja auch zu einfach gewesen, nicht wahr? Okay, also, das wird interessant. Schönen neuen Gegnertypen haben wir. Jetzt verliere ich aber langsam hier auch die Nerven, nicht wahr? Dafür, dass das so ein Einstiegsgegner war, war das so nana. Also, wir haben wieder einiges gelernt.
Ich freue mich darüber sehr. Ich speichere jetzt ab, auch wenn ich natürlich hier vielleicht ein bisschen was habe liegen lassen. Aber speichern ist ja auch nicht verkehrt. Uff. Aber wir haben ein Kapitel haben wir geschafft und wir sind noch ins zweite reingekommen. Das ist mehr, als ich jetzt mir fast gedacht hätte. So machen wir es doch. Ich schicke euch jetzt zu Leo rüber, wäre jetzt mein Vorschlag. Ich finde das schön, mein kleines Board funktioniert. So, also, mir hat viel Spaß gemacht. Ich guck mal, also auch nächste Woche werden wir auf jeden Fall mindestens einmal streamen. Ich versuche auch zweimal, dass wir ein bisschen vorankommen. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr jetzt ein bisschen bei Leo zugucken, der jetzt irgendwas streamt, von dem er selber noch nicht weiß, was es ist. Das wird wahrscheinlich eine große Überraschung sein für alle Beteiligten. Vielleicht wird es auch ein bisschen unangenehm, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht wird es ganz unterhaltsam. Lasst einen lieben Gruß da, wenn ihr da bleibt. Und dann sehen wir uns und hören uns dann im Laufe der nächsten Woche wieder. Ich sag Bescheid. Ich bin leider noch nicht so weit, dass ich jetzt direkt irgendwie einen festen Streamingplan mir zurechtlegen kann. Das ist gerade noch ein bisschen schwierig so, aber Wochenende ist ja ganz gut. Vielleicht machen wir es tatsächlich auch so weiter, so nach dem Hooked-Stream, da kann man ja ein paar Leute mit einsammeln. Nee, das muss ich mir tatsächlich immer nochmal so ein bisschen überlegen. Aber bis hierhin, mir hat es wieder viel Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Und dann viel Spaß mit Leo. Ich hoffe, der ist jetzt schon online, ich muss mal ganz kurz gucken. Weil nicht, dass ich euch jetzt darüber schicke und Leo so, was wollt ihr denn? Ich bin nicht online, aber der ist doch Profi. Der ist doch Profi, wa? Ist er schon? Weiß schon einer was? Der ist online, der ist immer online. Na gut, so, dann mache ich jetzt hier diesen Befehl und dann gucken wir mal, was geht. Du kannst auch nicht offline rennen. Ja gut, das ergibt auch durchaus Sinn, würde ich sagen, ne? Ja, wenn ich drüber nachdenke, ergibt das Sinn. Schön. Na dann, herzlichen Dank. Auf bald. Ich drücke jetzt und wenn Dobsy mich nicht verarscht hat, funktioniert das. Also, bis bald. Wir sehen uns. Tü-tü! Funktioniert nicht. Hat's funktioniert? Hat nicht funktioniert, ne? Ohne Leerzeichen an zweiter Stelle. Alles gut, alles gut, alles gut. Ich hab's jetzt gelesen. Ich hab's jetzt gelesen. Immer noch nicht. Red ohne Leerzeichen an zweiter Stelle. Jetzt habe ich's verstanden. Zweite Stelle. Ja, Moment. Ich weiß. So, warte mal. Jetzt? Ja. So. Ah, jetzt verstehe ich. Ja. Jetzt wird es mir auch angezeigt, tatsächlich. Okay. Na, guck, aber habe ich doch auch wieder was gelernt. So, das heißt, jetzt müsste das eigentlich klappen. Und wir tun alle so, als wäre das nicht passiert. Und falls doch das jemand gesehen hat, dann tschüss. So. Dann gehe ich jetzt offline. Ich glaube, es hat funktioniert, oder? Dieser Kanal bietet Chat nur für Follower. Ich glaube, es hat funktioniert. Ich glaube, es hat funktioniert. Ich bin guter Dinge, dass es funktioniert hat. Ich kann es auch nicht sehen. Ja, es funktioniert. Okay, cool. Das ist so aufregend für einen alten Mann wie mich. Macht's gut. Ciao, ciao.